Dann müssen wir die ganzen Themen jetzt nochmal besprechen, die wir hatten. Dann musst du genauso überrascht tun und genau die gleichen Fragen nochmal stellen. Könnte sich schwierig gestalten. Also, ja. Müssen wir auch das Rennen nochmal genauso, ne, nachspielen. Oh. Kriegst du das hin? Ja, das krieg ich auf jeden Fall hin. Ich glaube, besser wird's bei mir nicht. Oh. Boah, du bist aber hart mit dir. Ja. Nee, also das auch mit Fahrradfahren, das, ich weiß nicht, also GTA mit Tastatur zu spielen ist manchmal echt schwierig. Oh ja. Also bei dem Fahrrad musste ich wirklich dann hier mit beiden Händen spielen, überkreuzt. Damit ich dann hier, ich musste dann beschleunigen, dann muss ich aber dann gleichzeitig A und B und keine Ahnung noch Leertaste drücken, damit ich noch so schön um die Kurven slide, da musste ich wirklich ja überkreuzt spielen. Mit Controller hast du noch nicht probiert? Ich habe einen Controller und ich habe auch einen USB-Adapter, aber irgendwie, ja, weiß nicht, wollen die nicht mit meinem Computer reden. Also ich hab's versucht. Weiß nicht, ich habe das angemacht, so eine USB, und dann habe ich auf meinen Xbox-Controller getippt und dann hat er hier halt geblinkt die ganze Zeit, wo ich mir dachte, kommt dann jetzt mal eine Meldung auf meinen PC, so: Willst du hier den Controller als primäre Steuerung hier hinterlegen, aber nix kam. Da hab ich mir gedacht, okay, gut, dann halt nicht. Dann spiele ich mit Tastatur weiter. Ja, also für meinen Controller, ja. Hat der eine Taste? Warte mal. Oder ist das Kabel gebunden? Nee, der ist ohne Kabel. Oh, ja. Der hat eine Taste. Naja. Die muss man gedrückt halten, bis das blinkt, weil da ist wahrscheinlich dann auch eine LED dran. Ja. Wenn das sogar zufälligerweise auch der gleiche ist, den ich auch verwende, dann muss man nämlich auch die Connect-Taste an dem Xbox-Controller gedrückt halten, bis das connected ist. Ah. Aber das braucht man nur einmal machen und dann die nächsten Male connectet sich das von alleine. Ach so. Ja. So wie das im Grunde auch bei der Xbox der Fall ist. Ach so, ja. Naja. Da muss man ja auch die Xbox-Taste gedrückt halten zum Connecten. Einmal connecten und ja, danach brauchst du ja nur noch Controller jedes Mal wieder anmachen. Gut, dass wir immer drüber geredet haben. Hätte ich zum Beispiel jetzt nicht gesehen, dass er noch so eine Taste hat. Aber ist cool, dass du sogar das selber hast. Ja. Das habe ich mir damals für ein Spiel für Naruto Shippuden habe ich mir das damals geholt. Da kannst du, glaube ich, nur mit... Also, glaub ich, schon mit magst Controller du mal spielen. In das Lager gehen? Ja. Schon mal ein bisschen Kokain mitnehmen? Ja, ich hol Kokain. Darf ich dich mal drum bitten? Ja, da darfst du. Nur Kokain oder auch hier das Gras? Nur Kokain, weil ich glaube, da war auch Gold. Okay. Auf dem Anwesen. Ich muss jetzt wieder den Typ in dem Jeep, der hier ankommt, killen, weil der sieht sonst die Leichen hier. Ach, ja, die hätte ich eigentlich gar nicht umlegen müssen. Ja, besser eine mehr als, ne? Ja, es ist. Hey, Rubio hat ja genug Geld, kann sich wieder neu anstellen. Genau, deswegen. Ja, die kommen immer nach. Er hat wahrscheinlich so ein Lager, wo der so Frauen hält. Ne, die Männer dann erziehen, oder was? Ja, genau. Also meine Tasche ist jetzt schon voll. Boah, war das knapp. Was gab's denn eigentlich für ein Update bei GTA, weißt du das? Gab's jetzt einfach nur so ein Update, hey, hier, guck mal, neues Auto, oder gab's irgendwie ein großes Update? Meinst du das Sommer-Update, was jetzt kommt? Ja. War das schon oder kommt das noch? Das kommt noch, das ist noch nicht erschienen. Das wird voraussichtlich Ende des Monats, wie Rockstar das angekündigt hat. Beziehungsweise jetzt Donnerstag ist ja Eventwoche wieder gestartet. Die wird bis übernächste Woche, also nicht die kommende, sondern die Woche da drauf, den Dienstag, da wird wahrscheinlich das Sommer-Update erscheinen. Also jetzt noch knapp über eine Woche. Dann fängt das Juli schon an, ne?
In 6 Monaten ist auch schon Dezember, ne? Dann ist 24 auch schon wieder rum. Ganz gruselig. Ich bin auch noch gespannt, ob jetzt dieses Jahr nochmal irgendwie ein GTA 6 Trailer rauskommt oder irgendwie so ein bisschen Gameplay oder ob die sich da ein bisschen zurückhalten. Bist du schon wieder so schnell unterwegs? Ich weiß nicht, ob die Skills von meinem Charakter immer noch etwas höher sind als bei dir. Ja, ich glaube. Außer es bei mir sogar voll. Krass, hätte ich gar nicht gedacht. Aber im Lager kann man auch schneller gehen, wenn man W gedrückt hält und dann A und D immer im Wechsel. Achso, ja, also stimmt, so hast du immer. Ja. Genau, als ob sie so ein bisschen Schlangen, aber sie läuft nicht in Schlangenlinien, sondern sie läuft einfach nur schneller. Das ist hier auf Kayo im Lager so. Das ist beim Casino ist das auch so. Also bei Raubüberfall dann im Casino kann man sich dann dadurch auch schneller bewegen. Genau. Das hatten wir schon mal das Thema. Ja, beim Controller musst du sie einfach noch nach links und rechts andrücken, ne? Oder gab es eine andere Taste dafür? Ich glaube, beim Controller kann man das gar nicht machen. Achso, okay. Aber so zum Laufen benutze ich eigentlich meistens sowieso mal Tastatur. Haben wir schon mal drüber gesprochen, man kann ja den Controller einfach beiseite legen und einfach die Tastatur benutzen. Genauso ja, stimmt. Wie einfach den Controller in der Hand nehmen. Und deswegen, man braucht da zum Glück nicht irgendwie die ganze Zeit in den Einstellungen was wechseln. Ja, das ist soweit schon mal, finde ich, ganz gut gemacht. Ja, das ist... Ja. Gott. Also mein Charakter lernt es nie mal irgendwie so ein bisschen heldenhaft, irgendwie, keine Ahnung, runterzufallen oder aus dem Boot zu springen. Na, bin ich mal gespannt auf Sommer-Update. Ob die ja vielleicht auch mal eine neue Immobilie oder sowas reinbringen oder irgendwelche anderen Immobilien, also Raubüberfälle. Was eine weitere Fortsetzung so vom Grundaufbau her sein zu dem letzten, zu dem Clucking Bell. Ach so, okay. Obwohl Clucking Bell war eigentlich was, Winter-Update? Ja, genau. Kann ich? War aber trotzdem relativ, sag mal, dünn, oder? Das Update? Also, Clucking Bell haben wir ja innerhalb von maximal 2 Stunden durchgespielt, ne? Das war jetzt eigentlich nicht so umfangreich. Liegt aber auch daran, weil sie die Inhalte ja jetzt immer mehr splitten. Nach und nach rausbringen. Also, wo zum Beispiel das Casino-Update kam, da hattest du sofort die Casino-Raubüberfälle gehabt. Möglichkeit, da konntest du ja alle Varianten mit so vielen verschiedenen Fahrzeugen. Es waren auch sofort alle Fahrzeuge da. Es war das Casino neu. Du konntest das Casino komplett neu erforschen. Ja, es waren so viele Inhalte. Um das alles wirklich komplett durchzukriegen, musste man schon etwa 30 bis 50 Stunden investieren. Ja. Weil halt alles sofort veröffentlicht wurde. Ne? Und jetzt machen sie es so, dass sie das in mehrere Teile unterteilen. Ne? Haben die da einfach zu wenige Ideen? Oder? Weil ich muss sagen, ich finde es ja eher cooler als Spieler, wenn du wirklich dann sehr viel Zeit hast, irgendwie neue Sachen zu erkunden. Ja, fühle ich. Also geht mir genauso. Aber das scheint so zu sein, dass sie das nutzen, um immer wieder Spieler online zu kriegen. So von wegen, ah, guck mal, hier ist wieder was Neues. Da müssten sie sich halt einfach mal mehr Gedanken machen. Oh Gott. Gott, ich bin runtergefallen. Wir haben so viele kreative Köpfe, da können die sich doch einfach mal ein bisschen mehr Gedanken gleich machen. Oh. War ich oder warst du's? Ich glaube, das war mein Fehler. Ups. Probieren wir erstmal wieder aggressiv, oder? Ja, aggressiv ist immer gut. Soll ich hier Code machen oder brauchen wir den nicht? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir den Kellerschlüssel jetzt bekommen haben.
Ja, wir machen besser hier oben. Okay. Willst du das machen oder soll ich? Mir ist es egal. Okay, dann. Das waren ja, glaube ich, nur drei, oder? Fingerabdrücke, ja, genau, ne? Aber kommen die Gegner auch hier rein, wenn die uns rein durch verfolgen würden? Oder ist das hier wie so ein Safe Place für uns? Ich glaube, die kommen ganz selten die Treppe hochgelaufen. Okay. Aber wir können jetzt auch schon in die Fahrstufe. Hier werden die jetzt natürlich auch sein. So können die nicht direkt hier reinkommen, weil die Tür jetzt dazu ist. Ah, das ist gut. Null, eins, 40, 95 ist die Safe-Kombination. Ja. Perfekt. Gucken, wie das steht. So, oh, wir können jetzt entweder abhauen oder versuchen noch ein bisschen noch an eine Karte zu kommen, ein bisschen was einzusammeln. Wobei wir aber auch was verlieren könnten, deswegen auch, ja, wie du Bock hast. Ansonsten können wir auch jetzt schon vorsichtshalber. Gut, okay, dann verpieseln wir uns mal. Wir verpieseln uns mal ganz schnell hier. Ansonsten können wir noch mal gucken, bei Bunker müsste eigentlich auch irgendwie, bei Vorsicht, links ist der Minigunman gleich. Und allgemein viele Wachen gerade hier. Okay. Ah, fuck. Lass mich in Ruhe. Einfach durchlaufen? Ja. Was hatten wir denn? Wir hatten Kokain und Marihuana, oder? Als Labor? Kokain, ja. In deinem Fall. Ja. Dann müsste ich, denke ich mal, jetzt auch wieder was verkaufen können. Hoffe ich zumindest. Wahrscheinlich eher nachfüllen, also Vorräte holen, dass die weiter produzieren. So, jetzt kommt von vorne ein Jeep. Okay. Magst du dir das Bike nehmen? Achso, oh. Warte. Von dem einen Typen, der da. Warte. Warte, ja. Du bist schon weg! Du lässt mich einfach so allein! Nein, jetzt kommst du wieder. Okay. Ich dachte jetzt schon, ja, Folgen sind mir. Ja, wirklich, Bike, Motorrad kann ich überhaupt nicht fahren. Das wollte ich dich auch mal fragen, ob du Bock hättest, mal bei GTA so ein bisschen einen auf Biker-Gang zu machen. Oh ja, also ich bin dann aber der Noob, ne? Das gibt sich doch. Ja. Also der Pro zu sein. Ja. Das für Noob, das kriegt man alleine hin. Ja. Du brauchst da so einen Baseballschläger, ne? Was meinst du jetzt gerade? Naja, so als Biker-Gang brauchst du noch einen Baseballschläger. Mein Gott, ach so, kriegt ja man das mal hin, bitte schneller zu fliegen? Mein Gott, wie dumm ist die denn? Kriegst schon wieder die Krise hier. Bist du schon wieder so schnell? Hast du G gedrückt? Ja. Ja. Sehr gut. Die ist doch gerade irgendwie arschlangsam. Ja, ich hab, wir haben jetzt, glaube ich, nur 25.000 verloren. Das geht ja. Ja, und bedenke, wir haben sie jetzt wieder einfach direkt beim ersten Versuch geschafft. Das stimmt. Also scheint jetzt einfach zu laufen. Ja. Tschüss. Ich bin wieder unten rum nackig. Ne, oben rum. Oh. Ich bin unten oben rum wieder nackig.
Naja, ich habe über 1 Million bekommen. Das ist ja schön. Nicht entdeckt werden, ja gut. Schon mal ein bisschen Geld fürs Update. Der eine lädt ja immer wieder Videos hoch, wo er darauf aufmerksam macht, über die Eventwochen, wo man da die Möglichkeit hat, gut Geld zu verdienen, und informiert auch über die kommenden Updates und meint dann auch mal wieder so, ja, hier Leute, guck mal, hier gerade perfekte Eventwoche, viel Cash und wenig Zeit zu machen. Könnt ihr euch Dingens vorbereiten aus Update. Das ist ja cool. Weil in der Regel, die Updates sind auch immer teurer und teurer geworden. Also man braucht immer mehr Geld, um sich, also Ingame-Geld, um sich entsprechend dann die ganzen neuen Inhalte leisten zu können. Meinst du jetzt echt Geld ausgeben oder meinst du das in die Ingame-Währung? Das Ingame-Geld. Ja. Davon war dann immer mehr erforderlich, um wirklich alle neuen Inhalte sich leisten zu können, obwohl es insgesamt ja immer weniger und weniger neue Inhalte gibt. Ja, na gut, die wollen wahrscheinlich trotzdem noch, dass einige vielleicht sagen, oh, ich habe jetzt keinen Bock, jetzt 3 Millionen irgendwie hier mit irgendwelchen Raubüberfällen zu verdienen, sondern wollen wahrscheinlich, dass sie dann mit Echtgeld das kaufen. Könnte ich mir so nicht vorstellen. Die sind alle Schweine. Das ist mit Sicherheit so, ja. Es gibt ja die Cashcards und die werden ja auch ständig beworben. Die haben da ja auch immer wieder ihre 25% Rabattaktion drauf und so. Das finde ich so frech, ne? Die verdienen schon so einen Haufen Geld, ne? Und dann heißt das sogar am Ende, das ist alles nur eine Leihgabe. Ja, genau. Ja, das ist wirklich... Ich weiß gar nicht mehr... Warte mal, muss mal kurz gucken, ob ich den Artikel... Aber ich habe mir so gedacht, so wie... Wie, wir leihen uns nur die Spiele. Ich hätte ja wirklich mal vor, Ubisoft sagt nach 10 Jahren, nö, also Ubisoft-Launcher, die machen wir jetzt zu. Und dann hast du gefühlt 500 Euro an Spielen ausgegeben, ist dann einfach weg. Oder es gibt einen neuen Launcher, wie bei EA. Einige haben sogar noch mehr ausgegeben. Ja, das, weiß nicht, irgendwas Origins Launcher, kann man den überhaupt noch downloaden? Ja, guck mal, Origin war eine Internetvertriebsplattform. War Vergangenheit. Ja. Origin wurde im November 2022 durch die EA App ersetzt. Es hat nur die Frage. Okay, sämtliche Daten werden nach Installation und Anmeldung übertragen. Okay, na gut, dann habe ich nichts gesagt. Aber ich glaube, war das EA? Ich weiß es gar nicht. Achso, sind wir in einer Sitzung wieder? Ja, Halleluja. Aber leider eine öffentliche. Oh nein, okay, ganz schnell weg. Warte, oh Gott, da kriege ich schon wieder Puls. Eine geschlossene Freundessitzung. PC-Spiele ausleihen. Dein Charakter hat aber ganz schön deutlich gestöhnt, als ich ihn gerade geschlagen habe. Oh, ich stehe auf Schmerzen, weißt du. Das habe ich mich gerade. Ja, aber dann bist du einfach Luft aufgelöst. Hinübergewechselt in die Geisterwelt wahrscheinlich. Ja, genau. War ein sehr harter Schlag. Sag mal, wo bin ich denn eigentlich? Achso, warte mal, ich kann dich ja gleich einladen. Warte. Zum Spiel einladen. Hey, hey, so listen. Und Dr. Trey ruft gerade an. Achso, da bedankt sich wahrscheinlich nur. Da gibt es diese Woche auf die Datenleak-Mission doppeltes Geld und doppeltes MP, doppelte RP. Also das, was wir letztens gemacht haben, weißt du, die Missionsreihe von Dr. Dre. Ah, okay. Da gibt es auf ein paar Missionen gibt es da gerade doppelt Geld. Aber ich glaube, das Geld war ja nicht so viel, oder? Also so viel. Du hattest ja ganz am Ende beim Finale 1 Million bekommen. Und insgesamt war das, glaube ich, 1,1 Millionen. Und ich glaube, es hat so ungefähr, dauert das 2 Stunden, um die komplette Missionsreihe abzuschließen. Heute
Also nicht so rentabel wie Kaio, aber ist trotzdem schon ganz ordentlich. Mhm. Oh verdammt, habe ich die Polizei in der Backe. Magst du Business starten und mich einladen? Ja, warte, ich muss kurz von der Polizei. Achso. Ich habe nämlich ein Auto geklaut. Warte. Aber es ist kein Biker, ne? Das war hier ganz normal VIP. Wie du möchtest. Geht ja beides. Ach Gott, wie nenne ich uns denn da jetzt schon wieder? Biker hat den Vorteil, dass wenn du ein Bike hast, kannst du es dir darüber sehr schnell direkt in deiner Nähe liefern lassen. Also noch schneller als ein Auto vom Mechaniker. Ich bin überfordert schon wieder. Und dann machen wir MC President Motorrad Biker Chick. So, aber ich will keinen Namen. Oh, hallo. Keinen Namen ausdenken. Oh, guck mal hier. Guck mal, die da sind die Cops. Ja, die hätten mich sogar gefunden, die Schweine. Ja. So, mal gucken. So, was machst du denn jetzt? Bin ausgeschieden. So. Wollte das Auto gerade wieder einlagern. Ach so. Aber ich warte erstmal auf deine Einladung. Ach so, ja. Ach. Komm, was gucken, der ist so dumm an, der Polizist. Prospekt suchen. So, mal gucken, kriegen die es jetzt hin? Nee. Oh, ich bin drin. Warte mal, okay. Ja, oh Gott, ja, warte! Ich hab nichts gemacht, ich hab dir nur angeguckt, ich bin unschuldig. Hä, warum rennst du weg? Ja, ich hab die Polizei an der Backe. Ich hab die nur angeguckt. Schreck doch auf. Ach so. Ja, können die gemeinsam loswerden? Warte mal, wo? Warte. Oh fuck. Warte, wo bist du? Kann ich hier hoch? Ah! Warte! Stell! Fahr! Warte mal. Kann ich hier? Ja, warte mal. Gesundheit. Ich hab die einfach nur angeguckt, weil die es nicht hinbekommen haben, da rauszufahren. Ich hab mich einfach an deren Leid ergötzt. Ja! Was guckst du so? Was guckst du so dumm? Schlag ich dir deine Fresse ein. Ja, genau. Ich glaube, die sind immer noch an uns. Ach so. Ja. Ach so, ja, fährst du? Auch. Ja. Okay, gut, weil bei mir stehst du gerade an der, ja, an der Hauswand. Ja. English Dave, oh! Der hat doch hier die Pizza, oder? Nee. Ja, keine Musik helfen? Ja. Kriegen wir doch auch eine Errungenschaft, ne? Ja. Ja, das ist auch eine Missionsreihe, die man nur einmal abschließen muss. Also ein paar Missionen von denen und dann nervt er einen auch nie wieder. Ah, siehst du die gelbe Markierung?